Nur für die Klicks oder doch eher, weil ihr Mann auf superschlanken Sexappeal steht? An Fotobeweisen herrscht kein Mangel, ob in glamouröser Robe oder knappem Bikini. Verona Put, 51, hat eine tolle Figur und zeigt das auch gern. Sie verbirgt allerdings auch nicht, wie hart sie an ihrer Topform arbeitet. Aber tut sie das wirklich für sich? Ein Doppelinterview mit Ehemann lässt vermuten, dass auch ihrem Liebsten ihr Body nicht ganz egal ist. Wie glücklich sie seit mittlerweile 15 Jahren miteinander verheiratet sind, das betonen die beiden immer wieder. Auch im Interview mit Gala schwärmten sie jetzt total verliebt voneinander. Franjo Put, 50, stellte dabei allerdings unmissverständlich klar, wie wichtig es ihm ist, dass Verona sexy aussieht. Ich finde meine Frau auch echt scharf, sie hat hier eine Top-Figur, verkündete er begeistert. Es ist fast so, als ob sie zeitmäßig rückwärts geht. Wie in dem Film Der seltsame Fall des Benjamin Button, und setzte dann noch einen drauf, da freut man sich als Ehemann. Sexy Wife, Happy Life. Setzt Franjo Verona unter Bodydruck. Solche Aussagen aus dem Mund des langjährigen Partners mögen schmeichelhaft sein, sorgen allerdings auch für mächtig Bodydruck. Denn was wird aus dem Happy Life, wenn die betreffende Lebensgefährtin irgendwann den ehemännlichen Vorstellungen von einer sexy Ausstrahlung nicht mehr so ganz entsprechen sollte? Gut möglich, dass Franjos Ansprüche auch der Grund sind, warum Verona es mit der Photoshop-Bearbeitung ihrer Instagram-Bilder manchmal etwas übertreibt. Jedenfalls lädt sie immer wieder Fotos hoch, auf denen eindeutig geschummelt wurde. Da wirken ihre ohnehin sehr schlanken Beine plötzlich unnatürlich dürr und im Hintergrund krümmt sich verdächtig der Meeresspiegel, ein untrügliches Indiz, das nachgeholfen wurde.